Hallo, ich bin die Geli von Gelis Artstudio und heute möchte ich euch ein paar Tipps geben zum Vorzeichnen beim Malen mit Aquarellfarben. Viel Spaß! Erstens, Bleistifte. Vorteil, radierbar. Nachteil, zu weiche Bleistifte können schmieren, deswegen verwende ich meistens die Stärke 2H. Die B-Stärken sind meistens ein bisschen dunkler und deswegen verwende ich die nicht zum Vorzeichnen. Und wichtig ist dabei, dass man nur ganz leicht aufdrückt beim Vorzeichnen, weil Aquarellfarben sind transparent und dann sieht man eventuell die Bleistiftstriche später in der fertigen Malerei. Wenn nämlich einmal Aquarellfarbe über den Bleistift gemalt wird, kann man den Bleistift nicht mehr radieren. Zweitens, ich habe hier einen Oil Base Stift. Der ist von Faber-Castell. Den kann man auch gut zum Vorzeichnen nehmen. Der ist ein bisschen dunkler, aber er schmiert nicht, wenn Aquarellfarbe drüber kommt. Und wenn man nicht zu fest aufdrückt, dann kann man ihn sogar radieren. Drittens, radierbare Buntstifte. Die gibt es in allen möglichen Ausführungen. Ich habe hier zum Beispiel die Pilot Color Eno. Das sind Druckbleistifte mit farbigen Minen, die auch radierbar sind. Dann habe ich hier einen Non-Photo Blue Pencil. Das ist ein Karandash Sketcher. Dieser spezielle hellblaue Farbton von den sogenannten Non-Photo Blue Pencils wird normalerweise von herkömmlichen Laserkopierern nicht mitkopiert. Dann habe ich hier auch radierbare Buntstifte in verschiedenen Farben. Das Gute ist, wenn man verschiedene Farben hat, kann man die Vorzeichnung seinem zukünftigen Aquarellbild anpassen und die so sehr dezent halten. Viertens, wasserlösliche Buntstifte. Wasserlösliche Buntstifte eignen sich auch sehr gut zum Vorzeichnen. Der Nachteil ist, die kann man nicht radieren. Der Vorteil ist, sie lösen sich in Wasser an oder, wenn man dünn gezeichnet hat, sogar auf. Und man kann dann natürlich auch mit den Farben die Vorzeichnung dem zukünftigen Farben des Aquarellbildes anpassen und so die Vorzeichnung verschwinden lassen. Und zum Radieren möchte ich noch was sagen. Radieren auf Aquarellpapier möglichst wenig, weil Aquarellpapier immer eine Beschichtung hat. Das sogenannte Sizing, und wenn man zu viel radiert, kann man das zerstören, und an diesen Stellen, wo man dann dieses Sizing zerstört hat, die Beschichtung, verhalten die Aquarellfarben sich dann anders als auf den noch mit der intakten Beschichtung. Deswegen wenig radieren. Ich habe hier für feineres Radieren so einen Radierstift. Ja, gibt es von verschiedenen Marken. Dann habe ich hier einen besonders weichen Radiergummi, das ist ein Dust-Free Radierer. Die sind besonders weich und machen, naja, nicht so viele Krümel angeblich. Aber ich finde sie gut, weil sie eben sehr weich sind. Und was sich natürlich auch sehr gut eignet, ist ein Knetradierer. Den kann man in alle möglichen Formen bringen zum Radieren. Und was man auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel hier eine Vorzeichnung hat, dann kann man, bevor man anfängt mit der Aquarellfarbe, weil man möchte ja nicht über die Bleistiftlinien malen, möglichst wenig Vorzeichnung haben, rolle ich den Knetradierer über die Vorzeichnung und schone dabei das Papier. Aber ich radiere so weit, dass ich die Vorzeichnung gerade noch so erkennen kann. Und später, wenn die Aquarellfarbe drüber ist, kann man so gut wie nichts mehr erkennen.
Das waren meine Tipps zum Vorzeichnen für Aquarellmalerei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss, eure Geli.